Willkommen zurück zu einem neuen Video, Leute. Im letzten Video haben wir kurz mal so ein bisschen die Kniebeugen angesprochen, weil sie in meinen Augen einfach die wichtigste Übung ist, um Po-Wachstum, Beinwachstum voranzutreiben. Und ich habe euch einfach aufgefordert, mir ein positives Feedback zu hinterlassen, ob ihr mehr zu Kniebeuge sehen wollt, wie sie ausgeführt wird, wie die Technik ist. Anhand der positiven Bewertung unter meinem letzten Video habe ich deutlich gesehen, dass es euch einfach interessiert, dass ihr mehr über die Kniebeuge, über die Technik erfahren wollt. Deswegen werden wir heute das Video dazu machen. Ich werde die Kniebeuge mit euch jetzt ganz, ganz, ganz detailliert durchgehen, damit keine Fragen mehr offen bleiben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit dem ersten Hinweis. Schritt Nummer 1 ist es, sich erstmal das Quad Racks so einzustellen, dass man optimal das Gewicht rausholen kann, dass man dafür nicht auf die Zehenspitzen stehen muss. Also das sehe ich immer wieder und ist echt grausam. Dann holt ihr die Stange raus, guckt, dass ihr so eng wie möglich greift, um die Muskulatur im Rücken so richtig schön anzuspannen während der ganzen Bewegung. Das ist mega wichtig, dass man unter Spannung ist und nicht einfach die Kniebeuge als Beinübung sieht. Weil wenn man sie als Beinübung sieht, dann vernachlässigt man die Spannung im Rumpf, vernachlässigt man die Spannung im Oberkörper und ist einfach nicht stabil genug. Jetzt seid ihr stabil mit der Stange, habt sie schön auf der Nackenmuskulatur und nicht auf dem Genick liegen. Auch ein wichtiger weiterer Punkt. Und konzentriert euch jetzt auf den Stand. Platziert euch ungefähr hüftbreit, ja, so breit wie eure Hüfte ist. Stellt ihr euch einfach auf, dreht die Fußspitzen leicht nach außen. Ihr sollt nicht komplett zur Seite ausweichen, sondern einfach einen Ticken nach außen drehen. Der erste Schritt, bevor ihr jetzt mit der Kniebeuge startet, ist, wenn ihr sozusagen die Stange rausgeholt habt, ihr nehmt einen ganz tiefen Atemzug, um sozusagen Luft im Bauchraum zu speichern, um Druck auszuüben, um im Pump stabil zu sein. Ihr spannt eure Bauchmuskeln an, geht runter in die Kniebeuge und steht wieder auf. Erst dann atmet ihr die verbrauchte Luft sozusagen aus, nehmt wieder einen erneuten Atemzug und geht wieder runter. Das hat den Hintergrund, dass wenn ihr während der Ausführung einfach atmet, wenn eure Atmung da aktiv ist, habt ihr sozusagen keine Stabilität im Rumpf. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass ihr den Rücken gerade halten müsst. Weil wenn ihr einen Rundrücken macht, dann habt ihr keine axiale Belastung, dann wirkt die Kraft nicht senkrecht runter, dann habt ihr eine extreme Belastung auf der Wirbelsäule und das wollen wir ja vermeiden. Achtet bitte darauf, dass wenn ihr runtergeht, eure Knie immer in Richtung der Fußspitzen zeigen. Das ist ganz wichtig. Also auf keinen Fall X-Beine oder O-Beine machen, immer auf die Knie schauen. Wenn ihr in die Hocke runtergeht, versucht das Kniegelenk und das Hüftgelenk gleichzeitig zu beugen. Also macht nicht eins nach dem anderen, macht nicht irgendwie so ein Ding, wo ihr erst sozusagen mit dem Oberkörper runtergeht und dann in die Knie runtergeht. Genauso wenig solltet ihr, wenn ihr unten seid, erst die Knie durchstrecken und dann die Hüfte und den Rücken. Also versucht beide Gelenke gleichzeitig zu bewegen, um sozusagen eine geschmeidige Bewegung zu erzielen. Weiter geht's mit der Kopfstellung und das vernachlässigen einige Leute. Versucht den Rücken und den Kopf in einer Linie zu halten die ganze Zeit. Ihr müsst euch so vorstellen, die Wirbelsäule hört nicht bei der Brustwirbelsäule hier auf, sie geht noch weiter über den Hals. Ja, die Halswirbelsäule und die Brustwirbelsäule sollte immer eine gerade Linie ergeben. Deswegen schaut auf keinen Fall die ganze Zeit auf den Boden und versucht auf keinen Fall, wenn ihr unten seid und Schwierigkeiten hochzukommen habt und sozusagen mega am Struggeln seid, den Kopf zu überstrecken. Weil was ihr in der Haltung macht, ist, ihr quetscht die Wirbel ein und das hemmt sozusagen auch wieder eure Leistung. Also es sind viele Faktoren, die reinspielen und die Hals- bzw. die Kopfstellung solltet ihr auf keinen Fall vernachlässigen. Kommen wir zum letzten Punkt und zwar ist es die richtige Schuhwahl. Wichtig bei der richtigen Schuhwahl ist, dass es sich um Schuhe handelt, die euren Fuß schön stabil im Schuh halten. Also nichts, wo ihr so rumeiern könnt. Außerdem solltet ihr darauf achten, dass die Sohle schön hart ist und sozusagen nicht nachgibt bei der Belastung, weil was dann passiert ist, dass ihr nicht stabil seid und wenn ihr mal mit schweren Gewichten arbeitet, dann kann es auch schnell passieren, dass ihr rumrutscht. Ich kann euch gerne meine Schuhe, die ich verwende, zum Kniebeugen machen und in der Beschreibung verlinken. Die habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nach 3 Jahren Kniebeugen dann auch mal gekauft. Aber wenn ihr das Geld dafür nicht habt, versucht einfach mal ohne Schuhe zu trainieren, nur in Socken. Ihr seid nah am Boden, ihr seid schön stabil. Alles gut. Genauso könnt ihr natürlich auch Chucks oder Vans verwenden. Das ist so die Oldschool-Variante. Das haben die Leute früher immer gemacht, bevor es diese ganzen modernen, super teuren Sportschuhe gab. Also wer Chucks oder Vans daheim hat, kann die gern verwenden. Das war jetzt auf jeden Fall mal ein sehr detailliertes Video zum Thema Kniebeugen, was ich gerne vor 3 Jahren, als ich gestartet habe, auch gern mal gesehen hätte. Jedenfalls waren das jetzt so meine Tipps, die ich so im Laufe der Zeit selber angesammelt habe.
Und lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ich euch weiterhelfen konnte, wenn ihr ein paar Sachen gelernt habt, die ihr davor noch nicht wusstet. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich euch irgendwie bei irgendwelchen Übungen, wo ihr euch noch unsicher seid, weiterhelfen kann. Würde mich mega freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, Leute. Ciao. Hier habe ich es geschafft, dass mein Po so groß geworden ist. Beziehungsweise, dass er so aussieht, wie er aussieht. Weil ich ständig, wirklich ständig unter meinen Videos das Kommentar bekomme, was ich dafür getan habe, dass er so groß ist.